Ja, hallo, herzlich willkommen zum ersten Podcast der Compass Security. Es werden immer verschiedene Themen an uns herangetragen und wir haben darum entschieden, kontrovers über das eine oder andere zu berichten. Mein Name ist Ivan Büttler, ich bin einer der Gründer von Compass Security und wir sprechen heute über das Thema Azure und Cloud Security. Mit mir Cyril Brunschwiller, Leiter der Schweizer Division. Ja, hallo Cyril. Herzlichen Dank, dass wir uns heute zum Thema Azure und Cloud unterhalten können. Die Compass ist ja mit ihrer E-Mail- und Teams-Infrastruktur ebenfalls in der Cloud. Was waren da Beweggründe, dass man das gemacht hat? Ja, Beweggründe gab es da verschiedene. Ich denke, der Haupttreiber war, wir wollten unsere leicht angestaubte Skype-Infrastruktur ablösen und da haben wir halt rumgeschaut, was gibt es für Alternativen und Teams war es. Also wie bei vielen anderen auch, also Teams war so der Treiber, damit man die Cloud-Dienste in Anspruch nimmt. Heute haben wir aber nicht nur Teams in der Cloud, sondern auch E-Mail in der Cloud. Ja, wir haben uns dann natürlich noch überlegt, wenn wir den Schritt schon machen, gibt es noch andere sage jetzt Services, die wir dort auch platzieren können und haben dann entschieden, dass wir eben noch ein bisschen mehr migrieren. Denkst du, dass der Schritt in die Cloud, dass wir da auch Kosten sparen? Kosten glaube ich nicht, es ist mehr die Frage, wo wir das Geld investieren. Also wo wir jetzt wahrscheinlich viel Zeit damit verbringen, unsere Hardware zu warten, Patches einzuspielen, Build-Tests zu monitoren, wann kommen da wieder Security-Patches, damit wir das wirklich nichts verpassen. Das ist natürlich schön, oder? Das nimmt einem die Cloud ab. Wir haben jetzt dafür mehr Zeit, um, sage jetzt, neue Features zu bauen und halt uns um die sichere Konfiguration oder die Überwachung der Infrastruktur eben dort mehr drum zu kümmern. Also unsere Mitarbeiter oder die in der Systemtechnik arbeitenden Mitarbeiter haben jetzt mehr Zeit, um quasi die interessanten Arbeiten zu machen. Ja, würde ich so sagen, ja. Ah, okay, cool. Und es gibt ja verschiedene Clouds von Microsoft, also solche in Dublin, in Irland oder in Amerika und in der Schweiz. Spielt das bei uns eine Rolle, wo wir die Daten haben? Ja, ich sage jetzt, unsere Kunden, die legen da schon noch Wert drauf, wo die Daten liegen. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir ja Azure-Rechenzentren in der Schweiz haben und man kann diese Locations auch wirklich definieren, konfigurieren und sagen, ich will meine Daten da haben. Es gibt noch zwei Ausnahmen, das ist die Benutzerverwaltung und die Zwei-Faktor-Anmeldung, die eben in europäischen und amerikanischen Datenzentren gespiegelt ist. Ja, das ist mir persönlich auch aufgefallen. Also früher habe ich ja keine Zwei-Faktor-Authentisierung benutzt, um in meinen Computer anmelden zu können. Jetzt, seit wir bei Azure sind, muss ich immer die App dazu nehmen und damit dazu einloggen. Ist denn die Nutzung der Cloud auch ein Security-Gewinn? Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Security-Gewinn ist, aber durch das, dass es halt im Internet exponiert ist, müssen wir dort ein bisschen mehr machen. Also, wo wir früher mit, ich bin im richtigen Gebäude, am richtigen Netzwerk eingesteckt quasi, das ist wie schon eine Hürde, oder? Und dann habe ich Benutzername, Passwort noch. Und jetzt ist es halt bei der Cloud, gibt es halt diese am richtigen Ort einstecken Hürde nicht mehr, sondern da kommt jetzt eben der zweite Faktor ins Spiel. Und das ist auch wichtig, also wir sehen immer wieder verschiedene Notfälle, wo wir involviert sind, wo das einfach, ja, man diese Hürde nicht einbaut und das in den meisten Fällen eben geholfen hätte. Okay. Ja, das ist ein spannende Entwicklung, die wir hier haben. Jetzt, du hast gesagt, erkennen. Wir haben ja die letzten 3 oder auch 4 Jahre bei Compass viel Geld und Zeit investiert, um Angriffe auf uns zu erkennen und abzuwehren. Haben da Infrastruktur gemacht und so. Und jetzt ist ja ein Teil von unserer oder ein wichtiger Teil, kommunikativer Teil bei Microsoft. Sind wir jetzt blind deswegen? Nein, wir haben jetzt die Dienste, die bei Microsoft sind. Dort gibt es diesen Sentinel, da kann man eben auch diese Log-Monitoring-Informationen eben auch sammeln. Das heißt, wir sammeln
den Teil der Microsoft Services da, werden aber viel dann auch dahin migrieren, weil es einfach sehr toll ist in der Cloud, oder? Da haben alle die gleichen Dienste. Bislang hatten wir unsere eigene Infrastruktur, heißt, wir müssen selber sammeln, wir müssen selber die Auswertungen und Alarmierungen machen, weil es hat niemand die gleiche Infrastruktur wie mir. Und jetzt gehen wir quasi in die Cloud und dort ist halt für alle alles gleich. Also hat Microsoft schon sehr viel Arbeit gemacht, um eigentlich vordefinierte Alerts zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich detektieren will, ob ein bestimmter Mitarbeiter aus dem Ausland sich anmeldet, dann ist das eine Frage von 2-3 Klicks und dann wird mir das angezeigt. Also wir wissen aufgrund der Größe von Microsoft und Azure eigentlich mehr, was geht ab, wie wird unsere IT genutzt und können auch besser Missbrauch feststellen und die Schotten dicht machen, falls es zu einem Missbrauch kommt. Absolut. Ja, jetzt ein anderes Thema, wir nutzen ja auch E-Mail natürlich nach wie vor. Früher haben wir unsere eigenen Mail-Server betrieben, jetzt sind sie auch bei Microsoft. Sind die Daten irgendwie, kann ein Systemtechniker von Microsoft unsere Mails jetzt mitlesen? Ja, Microsoft verspricht natürlich, dass das nicht so ohne weiteres geht und schon gar nicht ohne Support-Ticket. Man kann sich vertraglich noch zusätzlich absichern, aber rein technisch wissen wir als Security-Spezialisten natürlich, es wäre theoretisch möglich. Und in welchem Kontext spielt da E-Mail-Verschlüsselung? Also wenn wir verschlüsselte Mails lesen, kann die Microsoft auch mitlesen? Nein, von verschlüsselten E-Mails kann man nur Informationen, wer wohin, vielleicht noch das Subject eines E-Mails lesen, aber den Inhalt, der ist nicht einsehbar. Und das ist ja eine der Maßnahmen, die wir jetzt eben einerseits schon länger verwenden, aber uns eben auch wichtig war, als wir in die Cloud gingen, dass wir intern eben S/MIME-Verschlüsselung umsetzen. Und Kunden, die mit S/MIME mit uns kommunizieren, denen ihre E-Mails sind sowieso auch gleich geschützt. Also die Compass ist in der Azure Cloud mit Teams und Mail und haben da verbesserte Logging- und Monitoring-Möglichkeiten als früher. Wir kennen heute mehr. Haben die Sicherheitseinstellungen im Griff. Was sind so die drei wichtigsten Empfehlungen, die du unseren Kunden jetzt so mitgeben würdest, die ebenfalls vielleicht schon dran sind, ebenfalls in die Cloud zu gehen oder die noch überlegen, ob sie das tun möchten? Ja, vielleicht das Erste, das ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, ist, die Cloud macht nicht die Security für Sie. Ist klar, das Patching und all die Dinge, das wird Ihnen abgenommen, aber Sie müssen sich trotzdem um Backups kümmern, Sie müssen trotzdem alle die Features, die da sind, muss man eben so konfigurieren, dass es dann eben auch sicher ist. Das nimmt Ihnen niemand ab. Also jetzt bloß zu sagen, wir gehen in die Cloud und fire and forget, das geht nicht. Also Sie müssen sich trotzdem drum kümmern. Das zweite Ding ist, Sie brauchen gute Prozesse, um den Eintritt und den Austritt von Mitarbeitern zu organisieren, weil in der Cloud, Sie können Dokumente teilen, in zum Beispiel OneDrive, in SharePoint, Sie haben Teamspaces, wo Informationen drin liegen und das ist alles aus dem Internet erreichbar und wenn Ihre Mitarbeiter den Schlüssel fürs Büro auf den Tisch legen, sind Sie nicht automatisch ausgesperrt, sondern die Dienste sind eben im Internet noch immer verfügbar, also muss da die Berechtigungsvergabe halt sehr, sehr gut funktionieren. Und drittens ist aus meiner Sicht wirklich zentral, dass man heute eben Mehrfaktor-Authentisierung verwendet, also die Apps mit diesen Pins oder wo man eben auch bestätigen kann. Das hat einfach schon manchem Kunden eben das Leben gerettet oder hätte. Ja, vielen Dank, Cyril, für die Auskunft, warum die Compass zur Azure geht und was Ihre Erfahrungen damit sind. Offensichtlich ist es aus unserer Sicht sicher möglich, wenn man eben Zwei-Faktor-Authentisierung aktiviert, wenn man die Möglichkeiten von Sentinel nutzt, wo man Angriffe besser erkennen kann und abwehren kann. Herzlichen Dank für die Auskunft. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
So, wir sind am Schluss von unserem Podcast angelangt. Vielen Dank, Cyril, dass du uns Auskunft gegeben hast, was die Cloud bedeutet für Compo Security. Vielen Dank für die Einladung und ich danke unseren Zuschauern, dass sie in unseren ersten Podcast reingeschnuppert haben. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über den Daumen hoch. Sie finden unten einen Feedback-Link und Sie können auch angeben, was Sie interessieren würde, über was wir kontrovers diskutieren sollen. Wir könnten beispielsweise über Penetration Testing reden, wenn es darum geht, wenn man Software eben kontinuierlich releasen will. Mich würde interessieren, was bedeutet Bug Bounty und Pen Testing? Ist das konkurrenzierend, ergänzend, sind das Synergien? Vielleicht wäre es ja für Sie spannend zu hören, wie wir Security-Talente rekrutieren und ausbilden. Ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.